Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play YouTubers Live 2. Wir müssen... Moment, bin ich jetzt rübergegangen? Yes, das wollte ich doch gar nicht. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Wir müssen nämlich die Klumpis beschwören. Dazu müssen wir uns jetzt einmal heute Nacht Richtung Strand begeben. Oh nein, eine Katze im Baum. Oh. Essen stehen lassen? Was ist das denn? Hm. Okay, nichts passiert. Cool, cool. So, wir sind ja direkt hier an der U-Bahn-Haltestelle, deswegen würde ich sagen, nehmen wir auch die U-Bahn Richtung Strand. Wobei, wir brauchen ja sowieso erstmal Nacht. Warte mal, haben wir hier... Ah, wir haben eine neue Kommission! Warum sagt denn keiner was? So, Blair bittet um ein Foto für Insta-Live. In YouTube City gibt es viele Content-Ersteller mit einem guten Auge. Bist du der richtige YouTuber für diesen Job? Lade ein Foto zum Trend Honeyplay Studios One auf Insta-Live hoch und zeige all dein fotografisches Talent. 220 Münzen gibt es dafür, nehmen wir gerne. Und ein Paket an Captain Vane bei Spicy Ren abholen. So, jetzt die Frage, wie kriegen wir denn ein Video mit dem Hashtag hin? Du hast leider schon geschlossen. Beziehungsweise ein Bild mit dem Hashtag, das wird ja schon reichen. Was ist das denn? Du hast so ein Glück, du hast einen USB-Stick gefunden. Wenn du ihn an deinen PC ansteckst, wirst du bestimmt nützliche Informationen finden, über die du in deinem Video sprechen kannst. Aha! So, wie kriege ich jetzt den entsprechenden Hashtag hin? Ich gehe mal kurz zu dem Playcon-Gelände. Vielleicht finden wir da ja was Gescheites. Nein, aber einfach nur Playcon. Und hier auch. Oh, warte mal, ich versuch's trotzdem mal. Ne, ist einfach nur Playcon. Hm. So, das verwerfe ich einmal eben. Abbrechen. Schade, schade, Herr Nomade. Gut, langsam bricht die Nacht herein. Wo zur Hölle kriegt man eins mit Play Studios One? Das geht ja eigentlich nur im Laden oder wenn wir zu Hause sind, ne? Also ich meine, wir haben ja die Konsole. Dass wir dann damit entsprechend ein Foto machen? Müssten wir mal schauen. Anders wüsste ich zumindest nicht, wie es gehen sollte. Ja, moin! DJ Fox, hey! Wer bist du denn? DJ Fox. Du bist ein DJ? Gut geraten. Ja, ich bin schon ein cleveres Bürchen. Komm in die Galaxy Disco, wenn du dir meine Musik anhören willst. Tschüss. Ja, dann. Ins Kino wollen wir nicht. Gut, wir begeben uns nach Richtung Strand. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unser Ziel mit dem Play Studios One tatsächlich erreichen. Aber wie gesagt, ich versuche später nochmal zu Hause. Vergiss nicht, dass German Let's Play und Paluten in dieser Gegend auf dich warten. I know, deswegen bin ich hier. Mal gucken, wo genau die warten. Hier ist eine Sackgasse. Ach, wer ist denn da oben? Ja, moin. Farbe? Ach so, ich kann... Ach, ich kann Graffiti malen. Alles klar. So, und jetzt sag mir doch mal einer, wie ich zum Strand komme. Ich bin viel zu hoch. Ich muss weiter nach unten. So. Dann schauen wir doch mal, wo die beiden Larrys hier rumkaspern. Strand. Hm. Ich muss von Wasser umgeben sein. Das heißt, das wird doch wohl hier in wahrscheinlich direkt an der Küste sein, oder? Ja, da sind sie doch. Ja, moin. Hast du die magische Münze dabei? Bitte sag mir, dass du sie hast, bevor ich ohnmächtig werde. Spann dich, hier hast du sie. Gut, dann lass uns das Ritual beginnen. Ja,
Mega epische Klumpis von den Sternen. YouTube City ist in höchster Gefahr. Auf dem Wasser und unter dem Himmel. Durch die Kraft dieser Münze rufen wir euch herbei. Schwing! Mehr Klumpis! Juhu, jetzt bin ich ein riesiger Klumpkopf. Soll das ein Scherz sein? Eine Klumpi-Maske reicht nicht aus, um eine interdimensionale Invasion zu stoppen. Mit meinem Gesicht vielleicht. Sie werden die Stadt zerstören. Wir werden wie die Hunde sterben. Beruhig dich, Paluten. Ich habe eine Idee, die uns retten kann. Wie wäre es, wenn wir ein Video von Kopfgeburt mit der Maske aufnehmen? Sicher, sicher. Er könnte so tun, als sei er ein echter Klumpi und diese verfluchten Wesen einschüchtern. Das gefällt mir, das machen wir. Wenn wir es in den Weltraum senden, werden sie Angst bekommen und nicht herkommen. Eine Sache noch, als Experte für Tower Defense Videospiele würde ich sagen, dass wir nach dem höchsten Gebäude in der Stadt suchen sollten, um eine größere Emissionskraft zu haben. Wow, hört sich gut an, mein Freund. Ich glaube, die Tech-Agentur ist das höchste Gebäude. Sehen wir uns da? Deine Hilfe ist nach wie vor unerlässlich. Ja, sie schattert. Komm ich doch hin, Schätzelei. Das ist, glaube ich, auch in diesem Viertel hier, ne? Yes, da oben ist es. Oh, wir haben schon 0.15 Uhr. Ich hoffe, ich schaff's doch rechtzeitig. Wie gesagt, ey, der Zeitfaktor, ich finde den so mega garstig hier. So, hier rechts sind wir richtig. Wir brauchen ein kreatives Köpfchen. Das Video muss überzeugend sein. Das wohl von YouTube City hängt davon ab. Vergiss nicht, die Maske aufzusetzen und dann lass uns loslegen. Wow, das ist wieder rechtzeitig geschafft. Vergiss nicht, deine Maske zu tragen. Die Aufnahmen können beginnen. Jetzt muss ich hier das Video aufnehmen. Ja, und du kannst dich im Dunkeln aufnehmen. Toll! Super, ich hoffe, ich kann die Quest noch morgen weitermachen. Sieht man das irgendwo? Tower Defense. Ich vermute nicht. Also wir können es ja jetzt sowieso nicht fertig machen, ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder nach Hause. Leider Gottes. Moment, wo sind wir jetzt? Ja, wir sind im richtigen Viertel. Wie gesagt, ich hoffe, wir können die morgen weitermachen, weil sonst finde ich das echt ein bisschen sehr gassig, dass so viele Quests davon abhängen, dass man nachts irgendwas machen muss und man kann das anfangs halt einfach nicht. So, einmal ein Video bearbeiten. So, mal sehen, wenn wir dich hier noch ein bisschen bewegen. Dann passen gar keine Übergänge mehr. Oder wenn wir dich einfach entfernen, dann haben wir sogar mehr. Dann machen wir es doch so. Hier gibt's heißen Shit. Steckt Paluten, nehmen wir einfach mit rein. Der stand ja daneben, ne? Also. Oh. Wird mehr. Sehr schön. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die HR. Alles andere macht ja keinen Sinn. So, das abgeschlossen hat mir 158 Abonnenten gebracht. Das bisher 76, aber ist ja noch nicht lange da, ne? Auch an normalen Tagen können interessante Dinge passieren. Oh, Shooter und Dancing Challenge. Mhm. Okay, das mit dem Kapitän haben wir nicht abgeschlossen. Schade. Ich vermute das andere jetzt auch nicht. Aber das auch hätten gestern machen müssen.
Shooter-Spiele liegen im Trend. Nutze das, um dein Video noch beliebter zu machen. Ja. Warte mal, haben wir das andere mit dem Foto? Ja, sehr schön, haben wir noch. Wir haben noch 19 Stunden. Das können wir heute noch machen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz bei mir, ob wir das an der Konsole machen können. Nee, macht er nicht. Okay. Nun gut, dann müssen wir irgendwo anders schauen. Ich finde das immer schwierig, wo man die Trends herfinden soll. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass im Gameladen hier die Möglichkeit besteht. Also wenn ich da ganz ehrlich bin, dann weiß ich es nicht. Dann werde ich es wohl oder überlassen müssen. Hey, ich kenne dich nicht. Bist du neu in der Stadt? Hallo, ich bin Kopfgeburt. Oh, ich bin... Hey, ich bin Dixie. Naja, ich wollte nur wissen, wie du heißt. Ich will wissen, wer sich in meiner Nachbarschaft herumtreibt. Tschüss. Ja, wenn es mehr nicht ist. So, warte mal. Yes, da haben wir es doch. Dann machen wir mal das Bild. Hier gibt es die richtig guten Consoleros. Dann posten wir das Ganze mal und schauen mal. Ja, nice. Das sind doch mal... Gut, ich habe aber auch verdammt viele Trends jetzt abgegriffen. Sehr schön, abgeschlossen. 220 Flocken gehören uns. So, hier hätten wir einen Shooter, aber nicht für die richtige Konsole. WatchKids haben wir auch schon mal. Das sollte ich vielleicht auch noch mal... da sollte ich noch mal ein Video zu machen. Ah, die Konsole, die wäre natürlich auch nett, aber ist mir jetzt ein bisschen zu teuer offen gesagt. So, wir gehen jetzt aber erstmal nochmal Richtung Strand, denn da haben wir noch einen Videoauftrag, um eine Invasionsflotte zu vertreiben, wenn ihr euch entsinnen könnt, da war ja was. Nein, nicht direkt wieder runter. Wir müssen... Wo lang müssen wir denn? Rechts und dann sind wir schon fast da. Und Gott sei Dank geht es noch. Das ist sehr gut. So, ich mache meine Nahaufnahme. Zack. So, zum Start des Videos. Sagen wir Hallo. Nein, wir kommen voller Energie natürlich rein. Du musst weiter und dann... Es ist dein schlechter Scherz, das nehmen wir. Du bedankst dich bei deinen Abonnenten für ihre Unterstützung und... What the fuck? Ich denke, dass das eine gute Information ist. Nein, wir nehmen das. Zack. Um zu stoppen. Du verabschiedest dich oder bittest um Abonnenten? Ich verabschiede mich. So, schau mit V. Zwei Sachen immerhin hinbekommen. Yay! Da speichern wir mal. Wow, das war unglaublich. Bei dieser Leistung wird kein Eindringling es wagen, sich zu nähern. Wir haben ein Video auf Diamantniveau erstellt. Ja, schön wär's. Kopfgeburt, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. YouTube City steht in deiner Schuld. Du bist ein Top-Profi. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ja, genau. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und auf meinem Kanal über die Abenteuer zu berichten, die wir erlebt haben. Das sollten wir bald wieder machen. Ich möchte, dass du meine Maske zur Erinnerung an die großartige Arbeit, die wir zusammen geleistet haben, behältst. Du kannst sie in deiner App Umkleidekabine finden. Hey, ich möchte dir auch meine Maske geben. Ja, her mit euren Masken. Außerdem solltest du in den nächsten Tagen gut aufpassen, denn wir können dich nicht ohne eine Erinnerung an all das, was passiert ist, zurücklassen. Bis dann. Tschüss. Piep, piep. Du hast gerade eine neue Reaktionskarte bekommen. Reaktionskarten werden bei der Aufnahme eines Videos verwendet und verbessern die Qualität der Clips. Sehr schön. Je mehr Abonnenten du bekommst, desto besser werden deine YouTuber-Fähigkeiten und du wirst neue und bessere Karten entdecken. Du kannst sie in der Sammlung-App ansehen. Mhm. Piep, piep. Die Sammlung-App wird auf deinem Handy installiert. Du kannst sie jetzt öffnen. Schwing! Ja, dann gucken wir doch mal. So, Les Sammlung. Okay, das kennen wir ja alles schon.
Karte habe ich denn jetzt neu bekommen? Die grüne, die haben wir ja schon was länger. Was eine technische Bemerkung? Du überspringst. Ja, das ist doof. Wir konnten natürlich noch nicht einsehen, was wir bis hierhin haben. Da! Von German Let's Play. Du sagst, bleib fokussiert. Und du sagst, immer nett und hoffentlich geilo. Okay, cool. Ach, guck mal, hier haben wir auch die Orte, wo wir überhaupt schon mal Fotos oder Videos gemacht haben. Okay. Oh, Memes. Wie kommen wir denn daran? Ja, muss ich mal später schauen. Aktionen. Was haben wir hier? Ach so, ja, beim Boxen. Ich entsinne mich. Playcon, Ostern, Valentinstag. Alles klar. Alle möglichen Feiertage hier. Charaktere haben wir auch schon ein paar. Dixie haben wir hier mit verlinkt. Palut und German Let's Play auch. Sehr schön. Was haben wir hier? Neue Kommissionen. Ach so, Moment. Bitte schon wieder unter ein Foto? War das jetzt neu? Nee. Hä? Ach, egal. Schauen wir mal kurz rein. So, Masken. Wir machen erstmal keine Maske. Hä? Jetzt bittet sie doch wieder um ein Foto? Was denn nun? Tja, hätte ich mal nicht sofort in die App geguckt, hätte ich gesehen, dass wir da entsprechend was haben. So, das Video, was wir gerade aufgenommen haben, das möchte ich natürlich gerne veröffentlichen. Ach, guck an, ein Paket. Paluten und German Let's Play, was für ein großes Abenteuer wir doch mit dir erlebt haben. Du bist etwas ganz Besonderes, du hast viel Mut gezeigt und viele andere gute Dinge. Wir werden dich nie vergessen und wir werden für immer Freunde sein, deshalb wollten wir dir ein paar Geschenke machen, die uns viel bedeuten. German Let's Play und Paluten. Jetzt habe ich endlich ein Spider. Ach, da kommen noch mehr Geschenke, okay. Lass mich aber erst das Video bearbeiten, bevor ich die aufmache. So, ich glaube, mehr Punkte kriegen wieder ohnehin nicht zusammen. Don't mess with the Klumpies. Hashtag Paluten. Na, Paluten. Hashtag German Let's Play. Hashtag Hafen. Und ab dafür. Mal schauen, wie viel dabei rumkommt. Ich hoffe, einiges. Vielleicht sogar das meiste. Naja, ist es okay. So, weitere Pakete zum Aufmachen. Zack. Noch eine Schildkröte. So, wie platzieren wir die Sachen denn jetzt? Möbel hinzufügen. Tasche. Schildkröte. So, wo packen wir die hin? Können wir die eigentlich auch irgendwo draufstellen? Nee, ne? Also drehen können wir sie, aber... Gut, dann nehmen wir noch dich. Stellen wir daneben. So. Wartet mal. Video bearbeiten. Wie komme ich denn... Wie kriege ich denn jetzt einen USB-Stick da rein? Tasche. Ne, so geht's nicht. Tja, wie geht das Ganze? Ach so, das war ja nur das, stimmt. Moment, stopp. Tagebuch, da war noch was offen. Blair, ach, schon wieder? Ja gut, können wir gerne machen, also... Aber erstmal der Lagerraum, so da wollte ich. Pläne des illegalen Gaming Clubs. Er enthält auch Dokumente von Gigi, die von Gigi unterschrieben sind. Alles klar. Zu Hause platzieren. Oh. Muss ich das jetzt so machen? Jetzt ist er wieder ins Lager gewandert. Auch Kinder aus.
Ach, na gut, komm. Gehen wir mal eben, solange der Laden noch aufhat, und machen das Foto für Insta-Live, damit wir ein paar Schleifen bekommen. Mit Schleifen meine ich Geld. Aber ihr Lieben, vorher machen wir einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.